Der Weg in die Schulden, oder besser gesagt in die Überschuldung, verläuft häufig schrittweise. Es fängt beispielsweise damit an, sich da und dort Geld zu leihen, ohne es ganz zurückzahlen zu können. Es kommen jener Ratenkauf oder dieser Kredit hinzu. Das Bankkonto ist vielleicht durch Kartenkauf überzogen. Hier noch ein Handyvertrag mit Rechnung am Monatsende und dort eine Versandlieferung, die bezahlt werden muss. Am Ende häuft sich ein Berg von Verbindlichkeiten an, der aus lauter kleinen Teilen besteht. Wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, dann haushaltest du schlecht mit deinem Geld. Wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, verschuldest du dich. Das gilt für alle, im Großen und im Kleinen. Für Einzelpersonen, für Unternehmen oder auch für Staaten.